Was geht, Freunde? Herzlich willkommen. Ich bin gerade irgendwie voll glücklich, weil ein Streamer hat so auf meine Videos reagiert. Das hat irgendwie noch niemand gemacht. Deswegen so, Grüße gehen auf jeden Fall raus an Gigant, der auf mein Video reagiert hat. Leute, wir schauen uns die Reaction mal rein. Das geht um mein Fortnite-EP, was ich früher gemacht habe. Und das Ding ist, ihr müsst euch so vorstellen, ich habe mir schon ein bisschen angeschaut, es war übertrieben witzig, ich habe voll Lachfleisch bekommen. Da dachte ich mir, okay, statt jetzt weiterzuschauen, ich mache einfach ein Video daraus. Ja, let's go, Digga. Schaut auf jeden Fall mal bei Gigant vorbei, er macht Streaming und sowas. Der Blick schon, Bruder, er hat gar keinen Bock, Digga. Meine Freundin betrügt mich mit Ferrari, Buga, Fortnite-RP. Ich bin gerade hier in meiner schönen Bude. Ich werde jetzt ganz entspannt mal ein bisschen was essen und danach auch spazieren, weil meine Freundin kommt heute zu Besuch bei mir. Sie müsste schon auf dem Weg sein. Ich warte nur noch, bis sie anklopft. Mein Papa ist schon auf Arbeit. Hey Mom, was geht? Fortnite-RP, Leute. Einfach Fortnite-RP. Bald ist nicht mehr GTA. Alle spielen nur noch Fortnite-RP. Was geht, Mädels? Hast Ja. du gut geschlafen? Ja, ich hab ganz. Bruder, Entspannt euch. Ist okay Chill, geschlafen. das wird noch eine kranke Story, glaube ich. Ich hab's im Gefühl, Leute. Korrekt. Geh mal ein bisschen raus. Okay, mach das viel Spaß dir. Dankeschön. Ah, da ist sie schon. Hey, Schatz, was Hi. geht? Was geht? Mua, mua. Lange nicht gesehen. Wie war's auf Abiturabschluss? Eine Was hast du so Krise. gemacht? Mega. Ja, wir waren eigentlich nur die ganze Zeit am Er hat Strand. gedacht, das hat die Bruder. Gedacht hat. Die war in Spanien mit dem Spanier unterwegs. Haben wir wirklich was gemacht, einfach ein bisschen gechillt und so und du? Ja, ich war zu Hause, wie gesagt, ich habe ein bisschen YouTube-Videos gemacht. Naja, weißt, ein bisschen zurzeit echt Stress wegen YouTube. Ich muss wieder Algorithmus kommen und so. Aber es scheitert. Ich muss wieder Naja, Algorithmus kommen und so. ich würde sagen, soll ich dir mal ein bisschen meine Freunde zeigen und so, die hier leben? Weil ich glaube, du kennst sie alle gar nicht. Ja, kannst du machen. Okay, sehr schön. Ich freue mich schon echt. Oh, hab ich dich vermisst, Schatz? Du weißt gar nicht. Wir haben uns, so, glaube ich, so lange nicht gesehen. Ja, 2 Wochen. Schau mal, das ist der Papa vom Bugger, der gerade reingegangen ist. Der ist echt Okay. streng, ey. Der hat so viel Scheiße gebaut in letzter Zeit. Aber ist Sieht jetzt auch auch streng egal. aus. Wie bitte? Sieht auch streng aus. Ja, da hast du natürlich recht. So, dann lass mal hier reingehen. Hey, Bugger, Brudi, komm mal ein bisschen raus. Ich will dir was zeigen. Ah, Nate, das du bist. Was geht, Bro? Was geht, Bro? Ey, Digga, jetzt mal ganz kurz. Komm mal kurz raus. Ich will dir was Ja. zeigen. Digga, seit wann hast du ein Ferrari? Bro, das ist seitdem ich E-Sportler wurde. Ach, Boah! stimmt, ich hab sie in den Nachrichten gesehen. Du hast, glaube ich, World Cup gewonnen, ne? Ja, Mann, damit habe ich mir Oi. einen schönen Ferrari. Digga. Brudi, der sieht so geil aus. Wie viel PS hat der? Bruder, willst du testen? Dann kannst du gucken, wie viel PS der hat. Ach so, ja klar, gerne. Und Dings, ich wollte dir nur kurz meine Freundin vorstellen. Gönnt ihm doch mal den Sportwagen, was ist denn los? Ihr Okay. werdet auch alle gerne E-Sportler in Dings Fortnite, aber ihr Ist seid so. nein, das ist Ich will auch E-Sportler Ali werden. und wir sind jetzt seit 2 Jahren schon zusammen. Und naja, sie ist mich heute zu besuchen gekommen. Hi. Hi. Hey Bro, du sagst nichts, das mit deiner Mutter und so, weißt Hä? du? Das habe ich auch im Nachhinein nicht verstanden. Hey Bro, du sagst nichts, das mit deiner Mutter und so, weißt du? Musst du nichts sagen? Schatz, ich geh mal kurz zu dir fahren, ja? Wir kommen gleich wieder. Leute, entspannt euch Du schon mal. bist Das ist ja auch für lustiger. eine ganz andere Zielgruppe. Das ist für jüngere Leute, für 11-jährige Kinder, 10-jährige Kinder, Bro. Ja? Und deswegen gucken wir uns das hier an, weil das passt ja auch hier zu der aktuellen Zielgruppe auf Sie Twitch. hier war, Ja, also im Chat, geil, genau. Bro. So. Bro, darf ich fahren, oder? Oh, Ja, Ehre, fahr du. Digga. Geil. Oh, Digga, dieser Sound. Wie viel hast du dafür bezahlt? Bruder, 1,5 Millionen. Digga, der fährt sich so gut, Digga. Schau mal. Boah, Junge, das ist auch so gut auf der Straße. Soll ich mal Vollgas geben? Gib mal Gas, komm. Boah. Oh. Boah. Junge, Digga, das ist halt echt mein Traumauto, ohne Spaß, Bro. Das ist schon echt krass, weißt? Meine Bro, Freundin hat sich ja auch schon immer gewünscht, dass ich so ein Ferrari oder so habe, aber naja. Hey, ja, frag dich mal warum, Bruder. Also, da sollst du ganz schnell mal ganz schnell zurückrudern, Bruder, wenn deine Freundin sich wünscht, dass du dir einen Ferrari Ja, ist ja auch egal. Bro, soll ich dir mal was sagen? Ja. Mit dem Geld, was ich gewonnen habe, ich könnte mir den 10-mal holen. Boah, Bruder, sei dir auch ehrlich gegönnt, ohne Witz, weißt du, hast es echt richtig gut gemacht. Also, ich finde, das hast du echt richtig gut gemacht. Du hast dir ein Auto gekauft, du hast deine Familie ernährt und so, also ist schon echt schön. Ey, soll ich mal sagen, vielleicht hole ich dir irgendwann auch mal eins zum Geburtstag. Boah, Bruder, ich küsse doch dein Herz, Mann, aber weißt du, mir liegt unsere Freundschaft viel mehr am Herzen, statt so ein Auto. Weißt du, Schön. das, was wir gemacht haben, Bruder? Freundschaftlich, das hat, glaube ich, keiner gemacht. Wir haben die besten Geheimnisse der ganzen Welt. Du weißt ja, was wir gemacht haben. Was habt ihr denn gemacht? Ach Schatz, wir haben bei so einem Dönerladen gar nicht gezahlt. Wir sind abgehauen und so. So soll ich sagen. Was macht? Was, Bruder?
Und jetzt fährt er einen Ferrari, Bruder? Ja. Ey, bitte. Mann, das ist boah, Bruder, egal. Schatz, soll ich dir mal meine anderen Freunde zeigen und dann können wir zu mir nach Hause gehen, weil es wird langsam dunkel, dann können wir schon pennen. Ja, okay. Okay, Buga, Bruder, hat mich auf jeden Fall gefreut. Das ist jetzt dein Buga, Bruder. Und, Buga, Bruder. Ihr habt euch gut verstanden. Ja. Man sieht sich. Ciao. Tschüss. Wollen wir kurz ein bisschen gucken gehen, weil ich glaube, ein Kollege von mir ist wieder in der Stadt, der Neymar. Ich sag ihm kurz Neymar, hallo. Neymar, Bruder, Neymar ist auch in der Stadt. Nach Hause zu mir im Bett, dann sehen wir uns später wieder, okay? Okay, bis gleich. Bis dann, Schatz. Ciao, ciao. Freunde, es ist schon echt schön so, wenn man seine Freunde wieder sieht, vor allem nach so langer Zeit. Ja, ist ey, renn mal richtig, das macht mich richtig aggressiv, wie der da geht. Was ist das für ein Gehstil, Bruder? Hier können wir noch kurz mal den Lukas begrüßen. Hey, Lukas, was geht, Bro? Lange nicht mehr gesehen, Mann. Ja, alles gut bei dir? Ja, passt, Bro. Bist du jetzt hier wieder eingezogen? Weil du hast ja in Amsterdam gewohnt für ein paar Jahre. Tschüss, RP. Ja, gut, ich bin nicht so ein krasser RP, Bro. Entspannt. Ja, Digga, ich war obdachlos. Ja. Wer ist er denn jetzt? Ist das Neymar? Ja, yeah, Bro. Oder nee. Also, Bruder, ich... Digga, was geil. Bruder, was ist passiert? Was machst du heute noch so? Ja, nichts. Ich glaub, wir sind rum, keine Ahnung. Nee, es war langweilig. Okay, Brudi, dann bis später, ja? Wir sehen uns bestimmt. Nee, mal einfach obdachlos gewesen, Bruder. Ciao, ciao. Freunde. Yeah. Ah, das ist ja mein Nachbar. Boah, ich lach grad so viel, dass mir sogar Tränen kommen, Digga. Ich nehme später noch was mit Bugger oder so. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber ich werd so grad ein bisschen müde. Ich glaube, ich leg mich auch hin, Mann. Oh, der geht jetzt schlafen. Ein bisschen Kopfschmerzen. Da braucht man schon ein bisschen Schlaf. Safe. Schatz, ich würde mich mal ein bisschen hinlegen. Ist das in Ordnung für dich? Da kannst du deinen Tee trinken. Ja, ist in Ordnung. Dann gehe ich raus, okay? Ja. Hä? Ja, kannst du machen, aber beeil dich und komm dann wieder schnell nach Hause, ja? Mhm. Okay. Ich zieh mich ein bisschen um. Ja, bis später. Oh nein, Leute, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Bruder, ja, Mann. Das ist hier schon verraten recht. Mit Buga. Ciao, ciao. Oh nein. Leute, ich leg mich auf den Fuß. Monka, es geht gleich los. Ich bin sehr müde. Ey, Nathis. Hallo. Vor die Tür. Oh, Junge! Wo waren wir denn, Bruder? Ich war im Tiefschlaf, Mann. Luca, ich Julian. Ich hab gesehen, dass deine Freundin zu Buga gegangen ist. Oh, Bruder, sie meinte vorhin, sie wird spazieren. Bruder, wir haben, glaube ich. Bruder, die wollte diese Tee trinken. Diese Tee, ich glaube, hat 4 Stunden gebraucht, bis sie den zu Ende hat. Was läuft denn in der Nacht, Mann? Was macht sie da? Sie ist zu Buga gegangen. Ich weiß auch nicht, wieso. Ah, warte mal, Digga. Warum geht sie zu Buga um diese Uhrzeit? Ich meine, die kennen sich doch gar nicht, weißt du? Oh nein, Leute. Jetzt wird's bodenlos. So, das ist jetzt das erste Tag, wo sie zu mir nach Hause gekommen ist. Warte mal. Ich weiß auch nicht, wieso. Guck mal, ich würde das sowieso sicherheitshalber mal ein bisschen anders machen. Verlass uns einfach mal drüber klettern. Warte, dein Papa kommt. Komm. Ah, okay, der geht jetzt raus. Perfekt. Lass uns mal ein bisschen zulauschen, was meine Freundin mit ihm beredet, weil schon ein bisschen komisch, dass sie sich so treffen, oder nicht? Ja, ist schon komisch. Okay, so, schleich dich mal. Ey, und danke, dass du mir das gesagt hast, Digga. Ich weiß gerade gar nicht, ob das jetzt ein Traum ist oder ob das jetzt real ist, aber... Hä? Ich weiß nicht, ob das ein Traum ist oder real ist. Egal, lass mal zuhören, warte. Also, ich finde das sehr nett. Also, dein Haus ist echt schön. Ja. Oh nee, Digga. Oh nee, Bruder. Oh nee. Weil dein Haus halt schön ist. Hä? Jo, aber vorhin sagtest du noch was anderes. Ich hab vorhin gar nichts gesagt. Auf jeden Fall. Wie lange kennst du den Natis schon? Boah, übel lang. Wir sind auf derselben Schule. Okay. Und selbe Klasse. Okay, ja, okay. Also ich würde sagen, dein Ferrari draußen ist echt schön. Ich weiß nicht, ob du es siehst, aber ich bin ein riesengroßer Ferrari-Fan. Oh nee, Digga. Gold, Digga. Ah. Sein Urgroßvater. Wie ist ein Gold, Digga? Ja, Bro. Ich wusste es von Anfang. Ja, nicht gut. Julian. Ach. Bruder, was wird das jetzt auf einmal? Meine Freundin macht ihm Komplimente und so. Digga, denkst du, meine Freundin hat was von ihm? Ich glaub schon, Digga, das ist richtig komisch, Digga. Ich lass sie gleich aus, Mann, Bro. Ich lass sie aus. Was genau Sache ist, Mann. Können wir ja reingehen und reinplatzen. Digga, denkst du, die gehen jetzt aufs Bett oder was? Ich glaub schon. Aber Bruder, das ist richtig. Was ist denn eigentlich dein Klo? Okay, dann, ich bin gleich wieder. Oh, Digga, aber dass jetzt Buga da auch mitspielt, ist schon ehrenlos, ne? Das ist mein bester Freund. Der ist so ein Lappen. Ehrenlos von diesem Buga, wirklich. Soll sein Ferrari ein Rad verlieren beim nächsten Mal. Warte, schau mal, der schleicht sich nach oben hin zu meiner Freundin. Ich glaube, der ich will sich... Ich hab auch Schlüssel für die Tür. Warte, komm rein. Der will sie bestimmt in der Toilette irgendwas machen. Lass auch hochgehen. Warte, ganz langsam, dass sie uns nicht hören, ja? Ja. Warte, lass mal zuhören. Was machst du denn hier? Ich hatte eigentlich noch eine Frage an dich. Ja, wer? Aber Leute, ich sag euch ganz ehrlich, komplett korrekt von Gigant,
also ich hoffe, man spricht seinen Namen so aus, ich weiß es jetzt nicht so genau, komplett korrekt von ihm, dass er so richtig neutral bleibt bei der Reaction, weil ich weiß, ich glaube, wäre das jemand anders, der hätte es schon so mich so todesbeleidigt und so, aber er hat das schon so gemerkt, dass es so Content für jüngere Leute ist, so, deswegen grüße ich ihn auf jeden Fall raus. An dich. Ja, welche denn? Meine Frage. Du weißt ja, ich kenne Nate Slang. Ja. Aber er ist so arm. Was willst du eigentlich von dem? Von diesem Lappen? Ich weiß nicht. Halt, er ist voll, also er ist mega süß. Ich schau mal meinen Blick, Bro. Braun, aber ja, Geld spielt halt auch schon so eine Rolle. Ja, Bruder. Ich versuche mal, wie der unter mir zu gucken. Herr Müller, was machen Sie? Ja, okay. Ganz kurz, Herr Müller, Sie müssen jetzt mal bitte beruhigen, ja? Es ist gerade was ganz komisches passiert. Seine Freundin will was von... Wer ist Herr Müller, Bruder? Woher kommt Herr Müller? Wer ist er denn? Ist das Versicherungsverkäufer, der anklopft, Bruder? Wer ist das? Also, ist das der Vater? Ach so, okay. Von Ihrem Sohn. Ich liebe Sie schon seit 2 Jahren. Wer ist? Warte mal. Was? Ganz kurz. Ach, Herr Müller ist auch 5. Herr Müller, Sie müssen jetzt mal bitte beruhigen, ja? Es ist gerade was sehr Komisches passiert. Meine Freundin will was von ihrem Sohn. Ich liebe sie schon seit 2 Jahren und wir sind zusammen. Ich glaube, sie betrügt mich. Sie müssen ganz leise sein. Wir müssen denen jetzt zuhören, ja? Okay, machen wir so. Warte, lass mich so. Machen wir so. So ein geiler TV, ich schwöre, ich bin so Lachflash. Laut, dass man alles hört, als würde jemand unter uns reden. Nein, eigentlich nicht. Das war, hast du vielleicht Lust, anstatt mit ihm zusammen zu sein? Ich weiß nicht, ich bin schon so lange mit ihm zusammen. Bruder. Ich meine, ich weiß nicht, du bist ja auch ein bisschen süß. Wie guck ich da, Digga? Mal an den Armschlöcker, der wohnt in so einem Apartment und ich hab ein ganzes Haus. Ja, ich weiß es. Oder du lebst bei Baba zu Hause, du Kalb. Was redest du überhaupt mit deinem Leasing-Ferrari? Du kannst ihn morgen wieder abgeben, dann dein Wagen, du Hund. Du meinst, was? Ja, vom Aussehen ist er besser, aber du bist auch so. Oder was ist das? Vielleicht, weiß nicht. Auf dein Zimmer gehen? Bist du schnell runter. Bruder, habt ihr gehört? Wo ist dein Zimmer? Die gehen aufs Zimmer. Ey, was hast du für einen Sohn, Herr Müller? Was ist das für einer? Was hast du für einen Sohn, Herr Müller? Ey, mir platzt der Kragen. Geil. Mir platzt der Kragen. Der Kragen. Warte mal. Lass mal zuhören, was sie machen. Astach, Furala, Schatz, was soll das? Ey, bitte, Bruder. Astagfirullah, was soll das hier? Also, ich mach nichts. Ich hab mich nur mit ihm unterhalten. Schatz, nein! Was, Schatz, nein? Er ist Löwe geworden. Er hat geredet wie ein Löwe. Ich hab das ganze Gespräch von zugehört. Der liebe Julian hat mir alles gesagt. Der Herr Müller ist auch zu Hause, Bugga. Und der hat auch alles mitgehört. Also, das ist so. Wir waren so viele Jahre zusammen befreundet. Wir kennen uns schon seit dem Kindergarten. Oder betrügst du mich mit ihr, einer Golddiggerin? Ja, komm, du brauchst gar nicht mehr zu reden. Du kannst deine Koffer packen und nach Hause gehen. Bugga, mit dir habe ich noch eine Rechnung offen. Ey, ganz kurz, red nicht so mit ihr, Digga. Okay. Walla, Bruder, Krise, Digga. Du bist Löwe geworden, Bruder. Er ist auf einmal Löwe geworden. Wie, du hast mich nicht betrogen? Nein, ich hab dich bis jetzt noch gar nicht betrogen. Bis jetzt hab ich dich noch nicht betrogen. Noch haben wir die Sachen an. Ich hab nur Komplimente gemacht. Also, du hast gar keinen Grund. Aber wenn du den Grund haben willst, ja, Luca ist viel toller als du. Herr Müller, Sie sind ja schon ein bisschen älter und reifer. Finden Sie es? Okay, Tamam, hört auf Herr Müller-Abi, weil er ist ja älter und reifer, okay? Mal gucken, was Herr Müller-Abi jetzt sagt, weil er ist ja auch der Vater, heißt der Erwachsene jetzt von allen. Gucken nicht, wir was. Dass es schon Betrügen ist, wenn man mit einem fremden Typen um 3 Uhr nachts... Gucken wir, was Herr Müller sagt, ich bin wirklich gespannt. ...Zimmer geht und auf Toilette und über perverse Sachen redet, was sagen Sie dazu? Ja, siehst du, nichts zu sagen. Weißt du was, Schatz? Ich mach Schluss und nur weil er einen Ferrari hat... Der arme Bruder, was soll er denn dazu sagen? Der ist 5, Alter. Was gibt denn da für eine Rolle in diesem Ferrari in dieser hat, Folge? Ihm. Bugga, verschwinde aus meinem Leben. Ich will dich nie wieder sehen. Mach mal Platz, ich will hier gehen, Herr Müller. Herr Müller, machen Sie Platz. Herr Müller, musst du kurz Dings runter essen, war fertig. Er muss kurz Mittagessen. Herr Müller, ich will hier los. Mensch, Herr Müller, ich bin hier eingesperrt. Oh, danke. Ey, Julian, Bro, schau mal, das macht mich gerade schon ehrlich gesagt traurig im Nachhinein, weil mein bester Freund, den ich schon so lange kenne, betrügt einfach mich mit meiner Freundin, nur weil er einen Ferrari hat. Bruder, boah, er soll den Ferrari machen, jetzt klauen und dann einfach ins Wasser fahren. Mir geht's so schlecht. Ich weiß nicht. Oh, Mann, Bro, ich glaube, ich... Ja, hier, Bro, schau mal. Los. Ich bin's,
Ja, aber ich mach doch gerade noch Aufnahme, ne? Das ist voll witzig, Digga. Ich schwör's dir. Ich hab die ganze Zeit Lachfleisch bekommen bei manchmal, Bro. Ach, Bruder, voll ehrenlos, Digga. Oha! Nein, alles gut, ich überleg mir schon was. Ja, geh nach Hause, lass mich in Ruhe, ich will nur schlafen. Ja, Bro, ich nehm grad drauf. Ich reag hier auf die Reaction, Bro. Ich hoffe mal. Freunde, wisst ihr was? Es ist halt schon echt ehrenlos und der Tag ist jetzt auf dem Grabe. Lukas, Lukas! Lukas, danke für die 5 Subgifts. Ich hoffe, du hast dich gerecht mit Natis. Wirklich. Danke für die 5 Subgifts. Ehrenmann. Ich küsse dein Herz. Danke für den Support, Lukas. Herzlich willkommen an die 9 Subs. Bedankt euch bei Lukas für den Support. Lukas, ich hoffe, du hast es noch geklärt. Ja, weil das geht echt nicht. Danke, schlafen. Wenn das hat. Ja, Bro, also ich sag euch mal ehrlich, Freunde, also ich fand jetzt die Reaction richtig geil von ihm, er ist so richtig neutral geblieben und ich weiß nicht, Digga, ich bin grad, ich hatte so Lachflash die ganze Zeit, vor allem der Bre, ne, wenn der lacht, dann wird man sowieso angesteckt, aber so allgemein so, ich habe mir dann auch so ein bisschen angeschaut, was früher passiert ist in diesem Video, Digga, diese Sachen, die so einfach gar keinen Sinn machen, ich schwör's, zu witzig, Alter, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Und Kuss geht raus.